In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Dose, die von innen rot verfärbt ist, wirklich einfach wieder reinigen kannst. Schau dir das Video daher unbedingt bis zum Ende an. Denn um diese roten Verfärbungen jetzt sauber zu bekommen, benötigst du Natron. Falls du kein Natron zu Hause hast, kann ich dir nur unser eigenes Natron ans Herz legen. Du findest den Link zu unserem Shop unten in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode FUCHS10 bekommst du zudem auch noch 10% Rabatt auf deine gesamte Bestellung in unserem Shop. Doch wie gehen wir jetzt genau vor? Du nimmst die Dose, die rot verfärbt ist. Gibst hier je nach Größe der Dose 2-4 Esslöffel von dem Natron hinein. Und jetzt solltest du das Ganze dann noch mit Wasser auffüllen. Im besten Fall heißes Wasser aus der Leitung. Also es sollte ungefähr 60-70 Grad betragen. Das füllen wir jetzt ebenfalls in die Dose und wenn wir das gemacht haben, rühren wir alles noch einmal um. Es sollte eben jetzt so viel Wasser in der Dose sein, dass wirklich alle roten Stellen und roten Flecken auch unter dieser Wasser-Natron-Mischung sind. Wenn du jetzt alles gut durchgerührt hast, heißt es warten, denn die Mischung braucht jetzt einige Zeit, um zu wirken bzw. um ihre volle Reinigungskraft zu entfalten. Ich lasse die Dose in diesen Fällen meistens immer über Nacht stehen, das sollte auf jeden Fall genug sein. Am nächsten Tag dann mit einem Schwamm langsam und vorsichtig auswischen und dann sollten sich eben die meisten dieser roten Flecken und Verfärbungen auch schon gelöst haben. Und wenn du dann fertig ausgewischt hast, kannst du alles einmal ausspülen und wenn das erledigt ist, dann solltest du hier, wie du bei mir jetzt sehen kannst, auch bei dir sehen können, dass die roten Verfärbungen aus der Dose verschwunden sind und die Dose ebenso wieder komplett sauber ist. Schau gerne bei uns im Shop vorbei und benutze auch den Gutscheincode FUCHS10. Ich verlinke dir an dieser Stelle im Video jetzt noch ein weiteres Video, in dem ich dir zeige, wie du auch hartnäckige Fettablagerungen wirklich einfach entfernen kannst. Schau dir auch das Video unbedingt einmal an. Außerdem würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.